Herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Folge von Anno 2205. Wie weit sind Sie mit diesen... Wir sind gerade hier noch dabei, uns die letzten Rohstoffe liefern zu lassen, damit wir endlich Father bergen können, glaube ich. Im Gange. Können wir jetzt mal... Dankeschön, 17 haben wir noch. Das dauert noch ein bisschen. Können wir mal auf Plus drücken, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Es geht mir eigentlich immer noch ein bisschen zu langsam. Ich habe da mal so eine Idee. Gucken, ob das immer noch funktioniert. Zack und ja, das geht noch. Wir haben einfach mal die Produktion, die es verbrauchen, alle lahmgelegt. Wir haben ja ein bisschen was im Lager. Das sollte dann relativ schnell gehen. Hier jetzt, wenn alle Produktion direkt zu uns umgeleitet wird und nicht nur ein kleiner Teil davon. Los! Jetzt haben wir schon fast 40. Mein Gott, sind hier viele Schiffe unterwegs. Das ist ja heftig. Und da sind wir schon mal 48, 49 und dann lassen wir das wieder normal laufen. Geht schon mal hier rüber und machen die Produktion wieder auf. So, Roboterproduktion läuft wieder. Müssten wir jetzt haben und dann fahren wir mal wieder unterwegs. Hier rüber. Sollen wir doch hier hinbringen, oder? Ja, so, oder nein, sollten wir nicht. Wir sollen sie hier hinbringen. Hier. Bestätigt. Dann fahren wir halt hier hin, einmal aufs Plus. Auftrag verfügbar. Unser Personal wird deswegen langsam nervös. Ich dachte, ich melde das Problem mal lieb. Nein, das war's doch nicht. Dann wohin sollen wir das denn? Das sollen wir eher hinliefern. Kann nicht sein. Das ist Quatsch, das kann nicht sein. Wir müssen wieder zu unserer Ausgrabungsstätte. Wo ist unser Schiff? Verstanden. Wir fahren jetzt wieder hier hin und liefern das hier ab. Liegen Sie bei allem noch im Zeitplan? Nochmal. Hopp, 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 hopp. Wo ist mein Schiff? Da ist es ja. Aber irgendwie hat es die Ware nicht an Bord. Kann das sein? Schiff hier hin und beladen, bitte. Container nehmen. Und wieder unterwegs. Zurück. Wie weit sind Sie mit diesem... Container übergeben. So, das ist ein bisschen tricky. Was für ein Glück. Die Arche da wird er gebohrt. So, jetzt wird das Wasser hier wahrscheinlich abgepumpt hier drin, wofür man auch immer dann Taucher braucht. Hallo? Habe ich jetzt zu schnell auf F1 gedrückt? Hier passiert gar nichts. So ich dachte, jetzt dazu. Passiert was. Wir müssen die Arche wohl vollständig aus ihrem nassen Grab heben. Ich melde mich bei Ihnen. Tu es doch Status einfach. Status-Update. Wir können fortfahren. Das ist schön. Dann mach es auch. Wasser abpumpen wäre schon mal eine Möglichkeit. Zerstören Sie was? Zerstören Sie die... hör auf damit! Blöde Karte. Zerstören Sie... Was? Konkurrentendrohnen? Wie? Wir haben eine Drohne, die wir benutzen können, hoffe ich doch mal. Das ist unsere Drohne. Die holen wir uns. Andocken. Dauert immer einen Moment. Und klack, da haben wir sie. Und was sollen wir jetzt damit zerstören? Haben wir denn hier was wir damit zerstören können? Irgendwo da oben? Da. Volle Kraft voraus. Mach das weg. Da sind wir ja. Wo ist unsere Drohne? Da kommt sie. Im Schlepptau haben wir sie. Abschießen! Boom! Koordinaten bestätigt. Zack, die erste ist weg. Die nächste fliegt irgendwo darum. Im Gange. Also. Ich hoffe mal, die dreht sich hier schön im Kreis. Da müssen wir nicht so viel hin und her manövrieren. Volle Kraft voraus. Zack, direkt abgeschossen. Ich habe mal ein bisschen vorgespult, einfach damit es ein Tick schneller geht. Und eine haben wir noch hier hinten. Da fahren wir dann auch mal eben hin. Sind unterwegs. Geht ja ganz schnell. Tut auch gar nicht weh. Koordinaten bestätigt. So. Boom. Ergebnis ist da. Und Sie waren... Wow. Ich bin froh, dass Sie verfügbar sind. Wir brauchen Hilfe. Hä? Wie Hilfe? Wofür brauchst du schon wieder Hilfe? So. Im Gange. Fahren wir mal wieder hier hin. So, was will sie jetzt schon wieder? Sicherheitsabteilung. Eine haben wir schon. Wir wollen gerade sagen, ich brauche noch eine, aber drei bräuchten wir. Wir haben sogar vier. Wir haben genug davon. Also wird sie unsere Sicherheitsleute haben wollen gleich. Vermutlich. Wird hier immer noch kein Wasser abgepumpt.
langweilig. Wo ist unser Schiff? Da ist es ja. Schiff ist wieder da. Wo ist unsere Drohne? Die ist verschwunden. Ach komm. Und zum Thema Magnetit, soweit ich das im Moment sehen kann hier, werden wir dafür zumindest zunächst Aufträge machen müssen. Zumindest finde ich keine andere Möglichkeit auf die Schnelle. Jetzt mal eben hier in der Aufnahme. Muss ich mich zwischendurch mal irgendwie schlau machen. Das heißt, wir müssen gleich jetzt tatsächlich nochmal in diese verdammte Mission stürzen und hoffen, dass es funktioniert. Mal gucken, ob wir dafür vielleicht Magnetit als Belohnung kriegen. Das wäre wunderschön. Vielleicht finden wir es aber auch einfach so wie hier auch Graphen oder Petrochemikalien einfach so auf der Map. Das könnte durchaus sein. Das wäre auch sehr schön, wenn wir das hätten. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal überleben. Wir sollten das hier jetzt noch 8 Minuten halten. So lange bleiben wir jetzt nicht hier. Dann gehen wir mal einmal in die Übersicht und widerwillig kriege ich da nochmal drauf. Sehen. Ja, wir kriegen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Das letzte Mal, dass wir es versuchen auf Experte. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir leider zurückgehen, aber ich will es eigentlich auf Experte schaffen. Das muss doch irgendwie machbar sein. Nur wir müssen wahrscheinlich deutlich mehr taktisch vorgehen und hoffentlich kriegen wir das auch irgendwie hin, das Stück für Stück aus der Entfernung alles zu zerstören, ohne selbst zu viel Schaden zu nehmen. Aber versuchen wir es einfach mal, gehen wir rein und skippen direkt das Intro wieder. Das kennen wir jetzt. Und tschüss, dankeschön, dankeschön. Nicht so viel skippen. So, das Schiff rückt mal vor und schießt auf die beiden. Das hat schöne Long Distance, das ist praktisch, das können wir dafür benutzen. Das können wir vielleicht auch für den da benutzen. Oh, so. Können wir auf dich damit schießen? Oder schießt du dann auch auf uns? Ich glaube, es sieht uns nicht. Nein, es kann uns nicht sehen. Das ist gut. Dann machen wir das jetzt mal bereit. Weg. Benutzen wir die beiden dafür. Habt ihr auch Long Distance? Geht das? Machen wir mal vor. Oh, der ist schon kaputt. Das ist schön. Dann schnappen wir uns jetzt die hier. Waffensysteme bereit. Ah, die schießen zurück. Das sind dieselben. Waffensysteme bereit. Alles, was an Long Distance da ist, müssen wir uns jetzt mal holen. Die beiden ziehen wir mal zurück. Na los, zieht euch zurück. Kampfstationen. Sie greifen an. Na los, zerstören. Ist auch schon sehr angeschlagen. Wir ziehen auch mal zurück. Noch eins sehr zerstört. Das kann auch mal. Koordinaten bestätigt. Zuck, zuck. Hau ab da! Nicht da vor dem Schusswechsel bleiben. Fahr weg da. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Oh, Alter. Mal gucken, wie viel Distanzschüsse wir damit hinkriegen. Waffensysteme bereit. Damit kommen wir da nicht dran. Kommen wir hier mit dran. Kampfstationen. Auch nicht. Das heißt, du zerstörst jetzt bitte mal das. Na los. Effektiv. So, jetzt bräuchten wir mal ein Schiff, mit dem wir uns das wagen können. Das hier hält, glaube ich, am meisten aus mit dem Rücken. Jetzt mal Stück für Stück vor, bis die U-Boote auftauchen. Koordinaten bestätigt. Zurück, 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 zurück. Feuer frei. Feuer eröffnen. Alter, ist das für große Schiffe? Alle zum Einsatz. Alter. Energie auf Schilde umgeleitet. Geht ja überhaupt nicht. Wie viel Image die machen? Unser Hauptschiff zieht immer ganz schnell zurück. Das dürfen wir nämlich auf gar keinen Fall verlieren. Auch die anderen wären schlecht, aber das ging überhaupt nicht. Kampfstationen. Zerstört das! Zerstört dieses U-Boot! Oh, Alter! Wir sinken! Was? Was war das denn jetzt? Da waren wir doch schon... Na! No. Wir hatten das doch schon besiegt. Das war doch schon am Untergehen. So, was haben wir noch mit geringem HP-Status? Da haben wir noch eins mit geringem HP-Status. Das sind die beiden. Dann lassen wir das mal vorrücken. Verstanden. Gucken, ob da noch irgendwas auf uns zukommt in nächster Zeit. Koordinaten bestätigt. Ja, es nimmt uns sofort unter Feuer, das Ding. Sind unterwegs. Ziehst du dich jetzt zurück, bitte? Dankeschön. So, wir müssen es also dann doch wohl mit denen versuchen, weil Roger. Die anscheinend die größte Reichweite haben. Können wir den da angreifen? Den können wir schon mal angreifen. Dann schicken wir den hier direkt dann zu. Das macht aber auch ganz schön Schaden. Das war eine ziemlich geringe Schussrate, aber der Schaden ist schon nicht schlecht. Oh, da haben wir ein bisschen Graphen gefunden. Sind unterwegs. Stückchen vorrücken, vorsichtig.
Schießt schon! Sind unterwegs. Okay, dann zieht ihr euch direkt zurück. Ihr seid zu sehr kaputt. Wir brauchen unbedingt den Treibstoff, der da unten liegt. Ich hol's jetzt mal. Ich hoffe mal, du bist klein, schnell und wendig. Du bist da, glaube ich, ganz gut für geeignet. Du musst da langsam rantasten, hoffen, dass da nichts auftaucht. Das lassen wir natürlich erstmal abziehen, die jetzt hier gerade am Rand rumfährt. Bestätigt. Doch, können wir uns vorbeimogeln. Na, müsste funktionieren. Dann holen wir uns jetzt erstmal den Treibstoff. Im Gange. Fahr schon. So, Iridium, Graphen und Treibstoff. Ne, nur Graphen und Treibstoff. Verstanden. Da kämen noch mehr. So, wir haben ein bisschen Treibstoff am Start, aber nicht viel. Können wir uns hier unten noch irgendwo was ergaunern, ohne dass wir da groß... Ne, da ist eine riesen Flotte direkt, die auf uns lauert. Da kommen wir nicht dran vorbei. Können wir uns hier oben... Da oben können wir uns noch was holen. Das ist ganz gut. Wir gehen also am besten erstmal nach da oben. Und vor allem müssen wir uns einmal reparieren. Das ist ganz wichtig. Das ist mal das Erste, was wir gleich machen. Alle zum Einsatz. Schießen wir mal direkt ab. Zumindest einer mal zerstört. Das Ding hat auch eine ziemlich große Reichweite, das kleine Teil. So, dann holen wir uns jetzt die erstmal alle hier zusammen. Zum Glück auch zwei von. Lange Distanz ist schon mal sehr wichtig. Einmal alle Schiffe bitte zusammenziehen. Und dann einmal ganz schnell reparieren. Alle wieder heile. Oh. So. Dann nehmen wir die kleinen mit der großen Distanz. Die holen wir uns jetzt erstmal vor. Vorrücken. Die haben sind auch große unterwegs. Distanz, die können wir uns mal direkt auf Backup ziehen. Und dann rücken wir mal nach hier oben vor. Im Gange. Gucken, ob wir die ködern können. Das wäre natürlich schön, wenn wir die hier runter ködern können. Schaffen wir, glaube ich, auch. Wir werden beschossen. Das ist gut, nur ran. Aua, scheiße, jetzt sind wir wieder selber in die Falle getappt. Fahrt doch, ihr scheiß Schiffe! Volle Kraft voraus. Unsere Flotte müsste das jetzt bitte gegenhalten. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Das Schiff auch zurückziehen. Da sind die Rettungsboote. Das kann doch nicht wahr sein. Die machen einen Schaden. Ey, das ist doch nicht normal. Grünes Licht. Beschießen, beschießen. Alter, das Ding hält aus. Unsere ganze Feuer Flotte frei. Feuert da drauf und es hält immer noch aus. Es hält immer noch gegen. Kampfstationen. Aber immerhin frisst unser Flaggschiff gerade den meisten Schaden. Ein EMP, wir haben Hilfsflotten, wir haben wieder einen Raketenschlag, den sollten wir dann auch vielleicht mal benutzen. Alle zum Einsatz! Zerstört es! Boah, Alter, wir haben unser Flaggschiff fast verloren. Puh, das bleibt definitiv erstmal hier stehen. Das ziehen wir da jetzt erstmal raus, das muss zurückbleiben, das können wir uns nicht leisten, das zu verlieren. Wir haben genug andere Schäden schon wieder. Das ist echt... Alter, wir haben nur noch zwei... doch, die zwei haben wir noch. Und davon haben wir nur noch eins. Verdammt. Ja gut, wir müssen da durch, was wir auch immer... Halt, ihr bleibt bitte hier. Und die zwei ziehe ich mir mal raus. Das ist immer so eine Sache, die einzelnen Schiffe rauszuziehen. Die haben noch relativ wenig Schaden genommen. Und die können wir da, glaube ich, ganz gut reinlotsen. Vor allem haben die eine hoffentlich hohe Reichweite. Sind unterwegs. Dreht mal bitte wieder ab. So. Da drauf schießen, auf Long Distance. Ja, bestätigt. Funktioniert super. Die haben so eine lange Distanz, dass sie direkt davor stehen können und kriegen dann erst auf den Sack. Verstanden. Dann müsst ihr beide da bitte ran. Ich glaube, ihr habt die Reichweite dafür. Oder das eine da. Das könnte es auch gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich will es nicht gerade riskieren. Nein, 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 nein. Dann war es das eine, wo ich nur noch eins von habe. Das ist das mit der großen Reichweite. Alle zum Einsatz. So, damit können wir das Ding nämlich zerstören, ohne überhaupt in Schussweite zu kommen. Da haben wir Treibstoff, den wir uns nicht ohne weiteres holen können, aber da können wir dran. Da haben wir einen Zusatzauftrag. Können Sie einen größeren Schaden verhindern? Nein, wir schleppen keine Schiffe ab. Wir sind selbst beschäftigt, da haben wir keine Zeit für. So, den haben wir zerstört. Sind unterwegs. Müssen wir jetzt Stück für Stück hier vorrücken und müssen uns hier... Feuer frei! Hoffentlich sind da keine U-Boote. Bitte lass da keine U-Boote sein. Hoffentlich echt nicht. Wenn da U-Boote sind, haben wir ein Problem.
jetzt mit dem kleinen Schiff hier quasi im Alleingang alles zu erobern, soweit es geht. Da oben werden wir die Hilfsflotten reinschmeißen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dann haben wir hier nämlich erstmal wieder eine Ladung Treibstoff und auch anderen Kriegskrams, hoffentlich. Da ist eine Petro-Plattform. So, der ist schon zerstört. Das ist gut. Dann fahren wir mal einmal nach da oben und holen uns die Sachen. Auch wenn es nur Graphen ist, kann ich gerne liegen. So, dann hätte ich gerne Hilfsflotten. Einmal da. Im Gange. Die Hilfsflotten sollten das erstmal so weit storen, dass wir da klauen konnten. Boah, also die können auch nicht so viel gegen ausrichten. Die muss mal schnell zurück. Da gibt es auch gerade nicht so viel zu holen. Boah, hat aber doch ganz schön Schaden gemacht, das Ding. Wenn der Healer nicht wäre, wäre es schon gelaufen. Aber leider greift das dumme Schiff ja den Healer an. Haben wir genug Treibstoff zum Reparieren? Haben wir. Sind unterwegs. Ziehen wir erstmal alles zu. Schiff wieder ran und erstmal alles reparieren. Warum bleibt ihr denn da oben stehen? Kommt mal ran. Volle Kraft voraus. Habe ich da nicht markiert, glaube ich. Reparaturdrohnen gestartet. So. Unsere Schiffe sind wieder schön. Dann unser Kleiner mit der großen Reichweite. Nee. Besser nicht. Dann nehmen wir lieber den Großen mit. Die anderen alle im Gange. Follow. Fahr mal raus, so. Hier nach hier oben. Volle Kraft voraus. Und du gehst schon mal da direkt rein. Da sind nicht mehr viele. Die müsstest du eigentlich locker wegböxen können. Feuer frei. Großes Kriegsschiff sollte sich da nicht wirklich anstrengen müssen, die wegzukriegen. Oha, doch. Ganz schön Damage. Na los! Da hält das Ding aus. Ich will nicht die anderen Schiffe gleich beschädigen, so muss das Flaggschiff noch gleich bleiben. Waffensysteme bereit! Alter! Zurückziehen, 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 zurückziehen und die anderen rein. Volle Kraft voraus! Abfangkurs. Ich hätte mit dir geredet, zurück. Ich bin direkt auf Abfangkurs geschickt, das hat schon wieder übel gelitten. Roger. Holen wir uns jetzt erstmal alles, was wir hier kriegen können. Dann brauchen wir das Kleine wieder für die lange Distanz. Grünes Licht. Erstmal den davor. Die können hier schon mal sammeln gehen. Verstanden. Damit können wir auch schon mal hier sammeln gehen. Das müsste funktionieren. Ja, geht auch. Außer Reichweite, das kann da schon mal angreifen. So. Das zweite direkt dazu schicken, müsste dann auch nicht viel zu verlieren. Müsste noch außerhalb Reichweite sein. Du könntest dich dann schon mal um den kümmern. Das ist nicht außer Reichweite. Schieß nochmal, schieß nochmal, schieß nochmal! Los! Oh, so. Sind unterwegs. Kannst dann da auch schon mal hingehen. Auch schon mal nach hier oben gehen, ich könnte auch mit angreifen. Dann holen wir uns unser unglaublich angeschlagenes Flaggschiff mal zurück. Sind unterwegs. Das kann langsam hinterherkommen. Petrochemikalien sind zwar schön, aber die wollen wir ja eigentlich gerade gar nicht so wirklich. Roger. Da oben fährt eine Flotte. Müssen wir mal gucken, wie wir der beikommen können. Volle Kraft voraus. Ein EMP haben wir, zwei EMP haben wir. Die könnten wir dafür gut benutzen. Wenn wir das Ding hier sprengen, müsste das funktionieren. Wo können wir denn hier mal Fernziele schon mal ausschalten? Ist hier irgendwo was, wo wir was ausschalten können? Da liegt auf jeden Fall Treibstoff, den ich haben will. Hier gibt es nicht wirklich viel, was wir mit Fernzielen zerstören können. Das heißt, die beiden sind jetzt mal eben gefragt. Verstanden. Mal vor und wo auch. Dann holen wir uns die... Ah doch, da haben wir was für unsere Fernaufklärung. Den holen wir uns mal eben hier hin. Dann können wir nämlich da das Türmchen schon mal ausschalten. Auch wenn da nur Iridium liegt, aber das ist ja egal. Können wir den Quatsch hier mal lassen? So. Bereit für Einsatz. Der darf schon mal zerstört werden. Dann die beiden schon mal vorrücken. Die hole ich mir schon mal nach da. Die beiden auch. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die in die Zange nehmen. Die setzen wir dann mal nach. Bestätigt. So. Die
die beiden direkt hier vorne rein. Einmal EMP. Und direkt drauf. Ziel bestätigt. Die schlappen direkt mit rein. Die blinken das Feuer schön auf sich. Ja, die Hilfsflotten haben es perfekt hingekriegt. Ein Schiff hat es überlebt von den Hilfsflotten. So, Moment, das ist wirklich ziemliches Taktikspielchen hier im Moment. Das ist quasi ein bisschen wie Schach, würde ich sagen. Schönartig jeden Zug überlegen. Macht man einen falschen, ist man ganz schnell seine Figuren los. In dem Fall seine Schiffe. Volk ist bestimmt wieder fast zu Ende. Oder sie ist eigentlich schon seine Minute zu Ende. Das heißt, ich muss sie gleich mal wieder einkacken machen. Roger. Fahr doch mal eben dahin und hol das. So. Zieh dich zurück. So, du darfst hier vorne gerne liegen, aber du darfst bitte nicht am Kampf teilnehmen im Moment. Wir müssten das eigentlich mal reparieren, das Ding. Könnten wir jetzt nochmal eben schnell tun, dann fahren wir hier nochmal eben zusammen. Im Gange. Und reparieren einfach nochmal alles hoch. Sammelt euch doch mal da. Und einmal die Drohnen drüber. Online. So, wir sind wieder repariert, wir sind wieder online. Wir haben alles noch einmal und dann gehen wir jetzt einmal... Hier geht's ja nicht in die Postkarte, verdammt. Dann müssen wir das leider so lassen, wie sie ist. Dann mache ich hier einmal einen ganz kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich beim weiteren Schachspiel hier. Wir haben es zumindest schon mal weiter geschafft als beim letzten Mal. Und das sieht im Moment ganz vielversprechend aus. Ich hoffe mal, das bleibt so, auch wenn wir schon zwei Schiffe verloren haben. Aber naja, ganz ohne Verluste geht's nur mit dem Krieg leider nicht. Egal, wir sind in der nächsten Folge dann, ich bin in der nächsten Folge dann wieder hier. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.